Habt ihr eigentlich Till gefragt, was Büxterbü heißen soll? Habt ihr vielleicht? Und was hat er dann geantwortet? Hat gelacht, sehr höflich. Ist es eigentlich mit den Gitarren? Ihr seid ja zwei Gitarristen, also Paul, du und Richard. Ist es fast wie automatisch, wie ihr quasi die zusammen doppelt oder wer welchen Part spielt? Oder ist es auch immer eine große Diskussion und muss man so verteilen die Rolle? Na, wir haben das Schicksal, dass wir die Einzigen in der Band sind, die dasselbe Instrument spielen. Und wir sind dummerweise auch gerade noch die egoistischsten und die, wie sagen, die auch gerne vorne so stehen und so wirkst du aber gar nicht. Und angeben wollen und so. Und gerade wir müssen uns jetzt teilen. Also wenn Flake irgendwas spielt mit dem Keyboard, der kann spielen, oder Schneider oder Olli, die eigentlich da ja kein Problem mit haben. Na, Schneider hätte vielleicht auch ein Problem mit, wenn noch ein Schlagzeuger wäre, der dann auch sagt, ach, ich möchte gerne die Stelle mal spielen oder spiel auch mal so. Und jedenfalls müssen wir uns immer so absprechen, oder auch wenn jetzt ein Effekt ist live oder so, der eine will gerne sowas machen, dann ist wegen der Symmetrie, wird immer schön, wenn der andere das auch macht. Und dann aber vom Können her könntet ihr jeder alles machen. Weiß ich jetzt nicht. Die Rammstein-Musik ist nicht so kompliziert zu spielen. Und je einfacher das ist, umso mehr Faxen kann man auch auf der Bühne machen. Je komplizierter die Musik wird, umso mehr musst du dich konzentrieren, umso höher musst du die Gitarre hängen, dann musst du auch noch Turnschuhe anziehen, dann sieht das gar nicht mehr gut aus. Wieso musst du denn Turnschuhe anziehen? Kennst du nicht diese schwedischen Speed-Metal-Bands, die haben die ganz ordentlich, die stehen nur noch da und gniedeln ganz doll. Und immer wenn so ein Abschlag kommt, dann nicken sie so mit dem Kopf, das ist dann alles. Und wenn du so nur machst, dann kannst du rum Gitarre ganz tief hängen und kannst auf der Bühne rumrennen und einen dicken Max machen. Also ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie ihr es aufteilt. Ach so, ihr redet dann gesagt. Schon darüber. Muss wahrscheinlich. Muss ich Flake vielleicht mal sagen, der hat ja Außenstehende. Streiten die sich manchmal? Oder? Nee, das wird einfach ins Friedliche geklärt, je nachdem, wer was jetzt speziell besser kann. Ich dachte, die könnten beides gleich gut. Na, jeder hat so seine speziellen Stärken. Übst du denn auch viel, Paul? Gar nicht. Ah. Ich bin... Richard übt, glaube ich. Das weiß ich nicht. Naja, macht ja auch nichts. Ich meine, man muss ja, wenn man was kann, muss man ja dann auch nicht mehr üben. Also mir persönlich macht das Spaß, mit Richard einen Riff zu spielen. Das macht, also man spielt so das Riff. Und wenn der eine jetzt gerade sein Kabel verloren hat oder sein Plektrum und spielt kurz nicht mit, dann merkt man auf immer, wie man alleine spielt. Und wenn er dann wieder angeht, dann boom, kommt so eine noch was dazu. Das ist eigentlich ganz angenehm. Das ist dann das Schöne, dass wir zusammen schon ganz schön eine Macht sind. Das ist ja angenehm. Du hattest von schwedischen Speed-Metal- oder Metal-Bands geredet. Das wäre eigentlich auch gerade mal mein Thema, weil ich finde, es gibt so einen erstaunlichen Trend in den Feuilletons, also in seriösen Zeitungen, dass so skandinavische Bands, norwegische Bands wie Mayhem oder Dark Throne, und da gibt's auch die auch so Holzkirchen abfackeln gerne, dass die spannend gefunden werden, ja fast schon cool. Und dann wundere ich mich, wenn ihr kommt und besingt extreme Themen, habt irgendwie ein heftiges Gitarrenbrett, dann rümpfen dieselben Kritiker dieser Feuilletons die Nase und finden euch nicht kultig und cool. Warum ist das so? Wir sind nicht cool. Also wir sind eine Menge, aber nicht cool. Und wir zünden keine Holzkirchen an. Ich meine, ich habe mal hier gerade Slayer rausgesucht. Keine Skandinavier, aber Death Metal versteht man sehr oft nicht, was die Sänger singen. Hier Tom Araya von Slayer brüllt ja auch eher schwer verständlich. Dieser Song heißt Necrophobic. Da wird ein bereits Gestorbener total zerfetzt. Ja? Die Gliedmaßen werden irgendwie einzeln rausgerissen. Ist total eklig, das Lied. Aber alle Specs-Typen finden Slayer toll. Warum finden jetzt Slayer toll und Rammstein nicht? Das verstehe ich nicht. Weil sie den Text nicht verstehen. Es ist so simpel, meinst du? Dann müsstest du, glaube ich, mal die Specs-Typen fragen. Weil wir sind jetzt keine Specs-Typen, wir sind eher das Gegenteil. Aber wart ihr da schon jemals drin, besprochen oder sogar positiv irgendwie bemerkt? Keine Ahnung. Ihr selber lest keine Specs. Oder so Musikzeitschriften. Ich lese manchmal heimlich, wenn einer von uns ein Interview gegeben hat, gucke ich vorne und dann hole ich mir die Zeitung gemütlich und lese die im Flugzeug und freue mich auch oft. Aber so ansonsten weiß ich auch nicht, Specs halt noch nie gelesen. Ich lese ja gerne so fiese Artikel über uns, wenn einer uns richtig
wenn sich einer richtig so abpasst über uns. Das ist mir immer sehr angenehm, ja. Ärgert dich das nicht? Nee. Hast du dann das Gefühl, du hast erreicht, was du wolltest? Nee, aber das ist immer so niedlich, wie die sich so aufregen. Da könnte ich mich beömmeln. Was ich euch auch gerne fragen würde, ist was zum Artwork. Kennt ihr Caravaggio, den italienischen Barockmaler? Nein. Kennst du den Flak? Nee. Der berühmt war für seine Hell-Dunkel-Malerei. Also ich glaube, seine Zeitgenossen waren völlig genervt, weil er so dunkel gemalt hat und immer wie so ein Licht von irgendwo herkam. Der wurde dann auch so als Kellerlichtmaler bezeichnet. Und das Artwork, also sowohl das Cover von eurem Album als auch die Fotos drin im Booklet, die sind ja wie Gemälde. Wer hatte die Idee dazu? Der Mensch heißt Eugenio Refugio. Recuenco, glaube ich. Ja, kann auch sein. Und der ist ein Künstler, der macht sowas gerne. Der macht auch für Modefotografien. Mhm. Und das war seine Vorstellung, als der die Musik sich angehört hat. Also der ist nach Berlin gekommen und wir haben ihm die Titel vorgespielt. Und dann hat er die Bilder so arrangiert, wie er das für richtig empfand. Mhm. Muss eigentlich Rammstein immer so einer höheren kunstmäßigen Gesamtkunstwerk-Idee gerecht werden? Also hätten wir gerne. Ja? Also er sucht dann auch und wollt irgendwie was Besonderes machen. Es kann nicht einfach nur Rammstein irgendwie im Wollpullover lassen sich mal kurz abbilden, so im Studio machen ja viele oder im Proberaum, wo der Teppich auf dem Boden liegt. Sowas würde gar nicht gehen. Das im Wollpullover ist ja nicht Rammstein. Das wäre ja dann in privat. Die Band ist nicht privat. Aber im Proberaum seht ihr nicht so aus wie auf der Bühne. Im Proberaum wird auch geprobt und sich nicht präsentiert. Mhm. Heißt ja nicht Präsentierraum. Oh, das weiß nicht so. Warum? Nee, wir finden Eugenio einfach gut als Fotograf und wenn man einen guten Fotografen hat, was nicht so oft passiert, dann wäre das doch, ist es doch ganz so schön, wenn man schafft, mit ihm so ein paar Fotos zu machen, die man als ästhetisch angenehm empfindet. Mhm. Und wir freuen uns ganz doll, dass es jetzt so geworden ist. Und die Idee. Und dazu kommt noch, der Typ fetzt total. Also mit dem zusammen zu arbeiten, ist ganz angenehm. Also man kommt dann hin, ne? Um 10 Uhr landet das Flugzeug und dann soll man um 12 dann da sein im Studio. Spanien? Ja, war es Barcelona oder Madrid? Madrid. Kam in Madrid an, so. Dann fährt man raus in so einen Gewerbehof, erstmal 2 Stunden nochmal vom Hotel, und dann ist man schon total nervt, hat Hunger, kommt man an, so ein Gewerbegebiet, Sonntag, ist niemand da, ist eisekalt, und dann ist die Tür so offen, dann ist so ein Gasgebläse und rennen so 20 Leute, wuseln da so rum, alle haben gute Laune. Und manche sehen schon so übernächtigt aus und da wird gerade diese Kulisse aufgebaut und denken, aha, sieht da interessant aus, ein Tisch. Also und zum Beispiel dieser Kohlenkeller, in dem Richard den nackten Po einer Frau verhaut. Oder? Nein, wir kamen ja gerade erst an, so da war dann nur dieser Kohlenkeller und der Tisch stand da und Eugenio ist so ein, der sieht wirklich aus, wie man sich so einen Künstler vorstellt, der könnte auch ein Maler sein, ganz nett und dann steht er so da und guckt, kneift so die Augen zusammen, guckt sich alles an und es ist nur eine einzige Lampe immer über jedem Bild. Dann hängt er die Lampe, dass sie an der richtigen Stelle hängt. Dann nimmt er so einen Apfel, der da vorne liegt und rückt den nochmal gerade. Und dann dauert es mindestens noch 4-5 Stunden, ehe wir überhaupt, also... Gestylt, geschminkt und ja, so. Ja, das dauert ganz lange, weil die Spanier, was für uns sehr angenehm ist, haben ganz andere Zeitvorstellungen als wir. Bei uns ist so, wenn es um 12 losgeht, geht es um 12 los. Ach nee, es war ja noch viel schlimmer. Wir wollten losfahren, da kam erstmal ein Anruf. Braucht jetzt nicht losfahren. Wir wieder hoch, erst in 5 Stunden. Dann sind wir erst hingefahren und dann war immer noch nicht fertig. Dann war es schon Nacht und ihr hattet noch kein eigenes Foto gemacht, oder? Dann mussten wir noch mal 7 Stunden dann so warten und war wieder nicht. Aber wir kannten jetzt schon so ein bisschen. Insofern haben wir uns dann auch nicht fertig. Wir hatten noch keinen Platz, wo wir uns hinsetzen konnten. Waren keine Stühle da, es war eisekalt. Und irgendwann plötzlich hat man noch Sachen zum Anziehen. Plötzlich ist man auch geschminkt. Das dauert ganz lange, aber irgendwann ist alles fertig und alle lachen dabei, keiner ist grimmig. Die ganze Crew hatte nichts zu essen bekommen da. Die haben keinen Kaffee, kein Wasser, nichts. Nicht wie bei Radio 1, ne? Kann sein, ja. So, und das fanden wir so, so ist da die Atmosphäre und das macht ganz toll Spaß. Und dann machen die Fotos, der drückt dann 4-mal drauf und es ist fertig.